Njam, 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 njam. Guten Morgen, Welt. Heute ist ein großer Tag. Du gehst auf ein großes Abenteuer. Eine Reise über den Ozean. Zu einem Ort mit dichten Wäldern und eisigen Gletschern. Du hattest einen merkwürdigen Traum letzte Nacht. Es war eine exotische Insel, ein sprechender Papagei und ein Schiffswrack. Oh, was ist das? Eine Notiz von deinem Vater. Du solltest sie lesen. Und herzlich willkommen bei Stranded Sails auf der PlayStation 5. Momentan im Sommerangebot für, ich glaube, 8 Euro noch was. Und ja, ich begrüße euch hier herzlich bei einem kleinen Eindruck oder mal gucken, wie lange es uns das prägt, das Spiel. Ein niedliches Spiel, was auf jeden Fall sehr lustig scheint. Art Farming-Spiel, ne? Und ja, ich würde sagen, wir checken einfach mal, wie die Lage ist. Mein Controller spinnt ein bisschen. Einen Augenblick. So. Und ja, mein Name ist Christian Asche 3000 und ich begrüße euch hier bei der ersten Ausgabe von diesem Spiel und mal schauen, was auf alles auf uns zukommt. Und wenn es euch gefällt, liken, kommentieren, abonnieren, euer Feedback ist wichtig, dazu baut das Kommod. Guten Morgen, mein Kind. Die Mannschaft und ich treffen bereits Vorkehrungen an den Docks. Bitte komm so schnell du kannst. Wir wollen schließlich nicht ohne dich aufbrechen. PS. Ich habe dir einen Rucksack mit Sachen für die Reise dagelassen. Okay. Halten. Erforsche die Welt. Okay. Bewegen, laufen, setze dein Abenteuer fort. Alles andere ist noch deaktiviert. So, wir setzen uns den Rucksack auf. Wir haben den Rucksack. Sehr schön. Und ich würde sagen, verlasse dein Haus und dann gehen wir auch raus. So. Mit Steuer kurz rechts können wir hier Inhaltsverzeichnis. Mein Name ist Yuki. Wir spielen eine weibliche Charakterin, nicht zu vergessen. Würde sagen, dann gehen wir erstmal hier runter. Oh, mit Quadrat können wir rennen. Frage ist bloß, wo laufen wir überhaupt hier hin? Ist es überhaupt hier richtig, wo ich lang laufe? Ich habe keine Ahnung. Julia Schmied. Okay. Trifft dein Vater an den Docks. Da ist er ja. Ja, ja, winkel du ruhig. Ich checke mal nochmal die Umgebung. Mal gucken. Weil umsonst haben die das ja nicht alles hier hingebaut. Also. Wenigstens mal ein bisschen begutachten sollten wir es. Okay, dann würde ich sagen, ja. Machen wir. Ahoi Yuki, es ist schön, dich zu sehen. Es gibt nur noch ein paar Dinge zu erledigen, dann beginnen wir endlich unsere Reise. Zu schneebedeckten Bergen und Wäldern auf der anderen Seite des Ozeans. Bist du bereit für das große Abenteuer? Juhu! Oho, es ist schön zu sehen, dass du genauso aufgeregt bist wie ich. Wir sind fast bereit zum Aufbruch. Bitte mein Kind, bringe deinen Rucksack an unsere Kajüte und kehre zu mir zurück. Ich muss dich noch um einen letzten Gefallen bitten, bevor wir die Segel setzen können. Okay. Dann machen wir das. Das ist unser Bett anscheinend. So. Taschen abgelegt. Sehr gut, Yuki. Jetzt haben wir alles beisammen. Alles außer eine wichtige Sache. Wir brauchen ein Apfelfass aus dem Lager hinter dem Schiff. Was würden wir auf einer so langen Reise ohne ein paar saftige Äpfel machen? Sei so nett und lade eines der Fässer auf unsere Schiffe, mein Kind. Okay. Sieht aus wie ein perfekter Ort, um ein Fass zu platzieren. Okay. Dann checken wir mal, ob wir es finden. Da ist es doch schon. So. Okay, die Animation sieht sehr fragwürdig aus. Sagen wir mal so, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Das hätte man, glaube ich, noch ein bisschen besser animieren können. So. Rede mit Charles. Okay. Warum wir das auch tun können, weiß ich nicht.
Danke, mein Kind. Wir sind bereit aufzubrechen. Fritz und Logan sind schon dabei, den Anker zu lichten. Bitte, Yuki, du bist leicht und flink. Perfekt für Aufgaben oben auf dem Mast. Würdest du das Take-Lager hochklettern und die Säge für mich zerhissen? Beginn mit den Säge hinter mir und arbeite dich nach vorne. Okay, dann machen wir das. Alles kein Problem. So. Komme ich hier noch höher? Nee? Oh, schade. Dann müssen wir wieder runter. So. Auf zu den nächsten Segeln. So. Kann ich vielleicht von hier oben nach drüben? Ich glaube eher weniger, oder? Oh, schade, nee. Hätte ja sein können, dass man das so irgendwie besser machen können. Leider nicht. Leider nicht. Okay, genau, höher gelaufen. Also müssen wir wieder runterkraxeln. Und let's go. Die Frage ist bloß, wie kommen wir jetzt hier hoch? Ach ja, schon halt. So. Segeln sind gesetzt. Abenteuer voraus, würde ich sagen. Ne? Ich würde sagen, dann starten wir direkt durch. Danke, dass du die Segel gesetzt hast, mein Kind. Endlich können wir uns von diesen grauen und engen Stadt verabschieden. Schon bald werden wir auf eine hohe See unserem Ziel entgegensegeln. Yes. Okay, wir sind mitten auf dem Meer. Rede mit Charles. Man kann die besten Materialien benutzen. Aber wenn deine Idee schlecht ist, wird dein Produkt schlecht. Es ist so schön, dich zu sehen, mein Lieber. Okay. Und ein Koch. Yuki, wie schön, dich zu sehen. Okay, danke schön. Das Thema. Die Welt. Okay, hier gibt's noch nichts. Hiya. Es ist schön, mit euch alle hier zu sehen. Jeder ist auf einer eigenen Reise im Leben. Wir alle hatten uns Gründe, unser Zuhause hinter uns zu lassen. Dadurch fühle ich mich von allem ein wenig verstanden. Jo. Ahoi, mein Kind. Das Wetter sieht gut aus und wir scheinen auf den richtigen Kurs zu sein. Es gibt nicht viel zu tun, außer die Prise zu genießen. Eine tolle Gelegenheit für dich, die Mannschaft näher kennenzulernen. Ich bin sicher, dass sie auch gerne mit dir sprechen würden. Bitte, mein Kind, sei so gut und sprich mit ihnen. Haben wir eigentlich schon, ne? Okay, Captain. Okay, das Herz. Besorgt. Okay. Na dann. Gute Beziehungen. Guten Tag, Yuki. Es ist schön, dich hier auf unserer Abenteuer zu haben. Ich vermisse wirklich den Hammer zu schwingen. Ich finde den Klang, den Stahl auf Stahl. Sprühende Funken und die Hitze der Schmiede. Yuki, eines Tages werde ich wieder schmieden. Ich werde die erlesenen Werkzeuge und Waffen schmieden. Ich würde es sogar hier an Bord versuchen. Wenn ich mir nicht sicher wäre, dass dein Vater mich über die Reling werfen würde. Ja. Schmiedin Barbara. Ne, Brenda heißt sie. Oh, ja. Gut. Brenda. Muss ich jetzt mit jedem nochmal reden? Hey, Yuki. Oh ja. Das Wetter ist so toll, oder? Die salzige Brise und prallende Sonne sind einfach perfekt. Nach dem Verlust meiner Farm an die Fabriken in der Stadt freue ich mich auf einen Neuanfang. Ich bin froh, dich hier an Bord getroffen zu haben, Yuki. Okay. Farmerin Viola. Da. So, huhu. Du bist es, Yuki. Hier ist es ungefähr genauso viel Platz wie in der Stadt. Nicht genug. Wir haben fast die Hälfte unserer Reise hinter uns, also werde ich es wohl überleben. Wenn wir endlich ankommen, werde ich zuerst einen abgelegenen Ort suchen, eine Hütte bauen und die Freiheit genießen. Okay. Dann machen wir mal hier weiter. Ja. Bonjour, Yuki. Was willst du von mir? Wissen, warum ich hier bin? Nun, ich möchte neue Dinge finden, die ich in meiner Küche verwenden kann.
neue aufregende Rezepte, um die Welt zu beeindrucken. Beantwortet das deine Frage? Gut. Könntest du mich dann in Ruhe lassen? Ich muss noch einige Dinge für unsere Ankunft vorbereiten. Cecilie, okay. Hey! Ahoi, Landratte! Ich hoffe, es stört dich nicht, wenn ich dich so nenne. Dieses Schiff ist eine wahre Schönheit, findest du nicht? Kannst du fühlen, wie sanft es die Wellen reitet? So elegant. Wer auch immer dieses Schiff gebaut hat, war ein wahrer Meister seiner Kunst. Mein Traum ist es, eines Tages auch so ein Meisterwerk zu erschaffen. Wo ist der? Okay, der hat gerade irgendwie Rückenproblem gehabt mit der Fritz. die Sonne brennt, Mann. Ich hoffe, sie verbrennt mir nicht die Birne. Ich will meine grauen Zellen wirklich nicht von seinem Sonnenstich kaputt machen lassen. Yuki, ich habe mich gefragt, ob ich mit dem Tempo des Schiffs mithalten kann, wenn ich schwimme. Nein. Definitiv zu riskant, es zu versuchen, sogar für mich. Ich werde einfach versuchen, ein riesiges Seeungeheuer mit meiner Angel zu fangen. Alles klar. Hallo, meine Liebe. Es ist so schön, dich zu sehen. Ich habe mich auf unsere Zeit auf dem Schiff gefreut. Unterbrochen von den Klängen des Windes und den Wellen. Es ist wirklich entspannend. Ich werde dir etwas wärmere Kleidung nähen, wenn wir angekommen sind, mein Lieber. Du bist so erwachsen geworden, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Ich kann mir dich wirklich in den Fußstapfen deines Vaters vorstellen. Oh, Yuki. Ich werde dich schon wieder sein mit dem Zentimeter. Meine Fresse. Warum sprichst du nicht mit den anderen, während ich in der Erinnerung schreibe? Habe ich gemacht. So. Müssen wir mal gucken, wen haben wir noch nicht? Optional. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich irgendeinen vergessen habe. Kann es wahrscheinlich sein, dass da ganz oben auch noch einer hockt? Nee, ich dachte. Vielleicht in der Kajüte. Die Geräusche erinnern mich an Final Fantasy. Das ist lustig. Nee, da komme ich nicht rein. Da kann ich auch nichts machen. Da komme ich nur hoch. Da vorne ist auch niemand. Checken wir mal. Es würden hier noch zwei fehlen. Ich bin verwirrt. Hier unten rein komme ich auch nicht. Ob da vielleicht jemand einmal versteckt oder so? Nee. Na dann, bleibt da wohl nichts anderes übrig, also weiterzumachen, denn ja, wir haben ja mit allen geredet im Endeffekt. Dann auf geht's. Ahoi, mein Kind. Ich hoffe, du verträgst dich gut mit der Mannschaft. Hoho. Nun, warum gehst du nicht die Brise und was war das? Ein bunter Vogel? Ich kann ihn nicht mehr sehen. Er muss irgendwo auf dem Schiff gelandet sein. Ja, Yugi, vielleicht kannst du ihn finden. Jo, die Frage ist bloß wo, ne? Wahrscheinlich irgendwo oben. Also wenn er hier unten nicht zu sehen ist, muss er auf einer anderen Ebene sein. Gehen wir mal wieder auf die Mitte hoch. Dass man halt von hier aus nicht rübergehen kann, das finde ich ein bisschen doof. Da ist er ja. Rede mit dem Papagei. Das ist der Vogel. Es ist ein Papagei. Er sieht aus wie der Vogel aus deinem Traum, kurz bevor du die Stadt verlassen hast. Er schaut dich neugierig und aufgeregt an. Etwas ist geschehen. Der Papagei schlägt mit den Flügeln und wirkt beunruhigt. Und es regnet. Kehre ans Deck zurück. Das ging aber schnell, Wetterwechsel. Erinnert mich irgendwie an Deutschlands Wetter. Ja, alle anderen sind schon wieder reingegangen. So. Mein Kind, konntest du den Vogel finden? Oh, er ist weggeflogen. Das Wetter hat sich stark verschlechtert. Das muss der Grund sein. Irgendwo ist er aber hingeflogen. Also muss
Land in der Nähe sein. Merkwürdig. Eigentlich sollten wir so früh noch nicht auf Land stoßen. Wie auch immer, der Sturm über uns bereitet mir große Kopfschmerzen. Schnell, Yuki. Geh und suche Schutz in unseren Kajüten. Okay. Der Sturm wird stärker und droht das Schiff zu zerreißen. Mächtige Wellen werfen es herum wie eine Nussschale. Bretter knarren und zerbersten. Schließlich kracht das Schiff gegen etwas Gewaltiges. Und die Dunkelheit obsiegt. Die Titanic! Wache auf. Aufwachen. Mit Bewegen. Uff. Was ist passiert? Das letzte, woran du dich noch erinnern kannst, ist der immer stärkende werdende Sturm. Was wohl mit deinem Vater und der Mannschaft passiert ist? Wir sollten diese Insel untersuchen. Vielleicht kannst du sie finden. Ja, wir sind gestrandet. Stranded Survivor haben wir bekommen. Generiere deine Energie. Energie, okay. Fülle deine Energie auf, indem du dein Bett im Lager schläfst oder Gerichte aus deiner Proviant-Auswahl isst, wenn du unterwegs bist. In deiner gemütlichen Welt zu schlafen stellt nicht nur Energie wieder her, sondern lässt auch etwas Zeit vergehen. Kümmere dich um deine Pflanzen, bevor du schlafen gehst, damit sie weiter wachsen, während du schläfst. Okay. Beziehung. Okay. Gut, Leute. Also, wir sind gestrandet. Es ging ein bisschen schnell. Keine Videosequenz. Hier ist ein Schiff. Da komme ich nicht rüber. Verausgabe dich nicht. Aha. Deine Energie bestimmt, wie viel du tun kannst, bevor du erschöpft bist. Blauer Balken an der Oberseite deines Bildschirms zeigt dir, wie viel Energie du noch übrig hast. Beinahe alles, was du tust, kostet einem wenig Energie. Manche Aktionen mehr als andere. Wenn du Energie auf Null fällst, bist du komplett erschöpft und wirst in Ohnmacht. Und du wirst ohnmächtig. In Ohnmacht zu fallen, lässt dich an den Ort und Stelle zusammenbrechen und im Lager wieder aufwachen. Kennen wir ja irgendwo, ne? Ja. Also, dann laufen wir mal ganz gechillt, weil Rennen verbraucht viel Ausdauer. Und dann warten wir mal hier kurz. Oh, da ist jemand. Hey! Sven, hi Yuki. Habe ich also richtig gesehen, dass du da drüben liegst? Entschuldige, dass ich dir nicht geholfen habe. Ich bin gerade erst selbst wieder auf meinen Beinen. Dir ist es sicherlich auch aufgefallen, aber wo auch immer wir sind, es ist nicht der Ort, zu dem wir eigentlich wollten. Das hier ist etwas Tropisches für einen schneebedeckten Tundra. Mann, ist es mir schwindelig. Mein Kopf fühlt sich an wie eine geknackte Walnuss. Dann geh aus der Sonne, Junge. Du siehst auch nicht so gut aus. Du sollst einen Apfel aus dem Fass hier essen. Dann wirst du dich besser fühlen. Nam 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 nam. Hey! So. Hey, Landratte. Du siehst schon viel besser aus. Ich wusste doch, ein Apfel würde dir helfen. Gut, dass wir dieses Fass mitgenommen haben. Ach, achte immer auf deine Energie, Yuki. Wir wollen doch nicht, dass du mitten im Nirgendwo in Ohnmacht fällst. Ich sehe ein großes Teil unseres schönen Schiffes auf der Insel neben uns gestrandet ist. Wir sollten einen Floß bauen, um über das tiefe Wasser zu gelangen. Wie wär's? Ich sammle ein paar Planken, während du den Rest suchst, den wir brauchen. Wir brauchen einen Segel, einen Mast und etwas, um alles zusammenzuknoten. Ich bin mir sicher, dass du in diesem Durcheinander etwas Nützliches finden kannst. Ja, einen weiteren Apfel, ne? Überfressen kann ich mich nicht, okay. Oh, da ist ein Seil. Nehmen wir das mal mit. Neuer Gegenstand entdeckt. Questgegenstand, starkes Seil. Nice. Sammle alle Seil. Hier ist ein Segel. Zerrissenes Segel. Ich frag mich, wo was ist da? Inventar kann ich mit links
So, das sind die Questgegenstände. Aha. Geschenke, Komponenten, Zutaten, alles klar. Du berührst diese Plattform und der Stein beginnt auf mysteriöse Weise zu leuchten. Warum? Ist das ein Schnellreisepunkt? Oh, da ist was. Ein Kristall. Neuer Gegenstand entdeckt. Questgegenstand, die perfekte Perle. Kleider machen Leute, okay. Der braucht noch Mast. Auch wieder alles. So, rede mit Sven. Okay, ich merke aber, wenn ich jetzt Ausdauer nehme, kann ich dann im Endeffekt mit Energie oder Äpfel wieder herstellen lassen. Super, du hast alle Teile gefunden. Oh Mann, mein Kopf schmerzt immer noch. Ich kann immer noch nicht wirklich geradeaus sehen. Ich denke, es ist besser, wenn du das Fluss zusammenbaust. Wir sollten doch nicht, dass es schief und krumm wird. Ich habe ein großes Anwesen auf den Brettern gelegt. Okay. Ich bin sicher, du findest heraus, wie man das Teil zusammenbaut. Aber sowas von. Du hast alles. Entschuldigung, meine Stimme. Du hast alle nötigen Gegenstände gefunden, um das Floß zu bauen. Um das Floß zu bauen, benötigst du folgende Gegenstände: ein starkes Seil, ein zerrissenes Segel, ein zerbrochener Mast. Bauen. Das Floß sieht ja sehr ordentlich aus. Dann schauen wir mal, ob das Teil solide genug ist, um uns auf die andere Seite zu bringen. Spring auf, wenn wir segeln sollen. Okay. Bevor wir das machen, will ich noch mal kurz die Insel checken. Vielleicht finde ich ja noch irgendwelche Gegenstände, die mir dann vielleicht noch weiterhelfen. Oder allgemein helfen. Aber ich glaube nicht, dass wir hier irgendwas in der Hinsicht finden. Wir können noch einen Apfel essen. Wir sollten das Fass mitnehmen. Äpfel sind gut. Nee, kann ich nichts. Okay. Ah ja, Angel. Ja, aber ich habe keine Angel. Okay, Leute. Ja, dann war's das, denke ich mal. Aus dem Schiff kriegen wir wahrscheinlich auch nichts mehr raus. Außerdem ist es zu tief. Dann würde ich sagen, ab zum Floß und lassen wir uns in den See stechen. Mit dem Messer. Bist du bereit zu gehen? Verlassen. Hey! Oh Mann, was für ein Ritt. Okay, dankeschön. Das Floß war sicher nicht das stabilste, aber immerhin haben wir es rüber geschafft. Warum versuchst du nicht, den gestrandeten Teil unseres Schiffes zu finden? Vielleicht findest du da noch jemanden. Okay, und ich habe die ganze Energie verbraucht. Alles klar. So, Inventar. Alles klar. Sammelstücke. Alles klar. Peace. So. Eine Blinzelrune aktiviert sich, wenn du sie berührst. Weil... Keine Ahnung. So, also erstmal, wie gesagt, also optisch sieht es ja schon mal ganz nett aus, definitiv. Das Spiel ist leider nur für die PlayStation 5, was ich doch ein bisschen schade finde. Könnte meiner Guten auch vielleicht gefallen. Da ist noch eins. Was auch immer. Vielleicht finden wir ja noch mal eins. Aber gehen wir erstmal hier hin, mal gucken. Das scheint das andere Schiffteil zu sein. Hier drinnen muss auch irgendwo, glaube ich, noch meine Tasche sein, oder? Meine Tasche ist weg, meine Tasche ist weg. Oh, Yuki. Ich bin so froh, dass es dir gut geht. Wir haben uns große Sorgen um dich und den Rest der Mannschaft gemacht. Ich habe mich nur etwas am Arm verletzt, aber dein Vater Charles, ihn hat es während des Sturms schwer erwischt. Ahoi, ouch. Mein Kind, es wärmt mir das Herz, dich lebend und gesund zu sehen. Yuki, scheinbar wurden die Mannschaft getrennt und wie du sehen kannst, ouch, habe ich dieses Unglück nicht unverletzt überstanden. Du hast Sven mitgebracht, das ist großartig. Ich bin sicher, früher oder später haben wir die ganze Mannschaft wieder vereint. Du siehst müde aus, du hast dir ein ordentliches Nickerchen verdient. Benütze dein Bett, um dich zu erholen.
Also ich komme nicht mal raus. Okay. Ja, dann schlafen wir mal eine Runde. Ein neuer Tag. Neuer Tag, neues Glück. Ja. Ahoi, mein Kind, du siehst gut erholt aus. Schlafen stellt deine Energie wieder her. Immer wenn du dich ausgelaugt fühlst, solltest du etwas essen oder schlafen gehen. Autsch. Ich habe Viola losgeschickt, um die Umgebung zu untersuchen. Sie scheint geeignet für ein Lager. Warte mal. Ich habe Viola losgeschickt, um die Umgebung zu untersuchen. Sie scheint geeignet für ein Lager. Da fehlt wahrscheinlich zu sein, oder? Sie wird sich dort nach nützlichen Ackerboden umsehen. Würdest du zu ihr gehen und schauen, ob du ihr behilflich sein kannst? Ich bin nicht sicher, ob sie mit ihren Verletzungen im Arm schwere Arbeit verrichten kann. Okay, ich bin entspannt. Gut. Wir laufen mal weiter. Vielleicht findet man ja noch mal ein Auge. Nee, da nichts. Haben wir irgendwann noch eine Schildkröte, guck mal. Oh, okay. Chili. Hier kommt die Ninja Turtles. I got the power. Was ist das? Ah. Muss ich hacken. Mit Hacke Peter. Kann ich auch nicht machen. Oh, da guckt er. So, noch eins aktiviert. Yay! Ja, da muss man wohl mal wieder zurücklaufen, ne? Da rein. Ah, kommen wir auch nicht lang. Ohne Werkzeug wird es wahrscheinlich ein bisschen schwer. Kann man irgendwelche andere Tasten drücken? Außer Quadrat? Nee, X, Kreis und Dreieck. Sind momentan nicht belegt. Wahrscheinlich für Werkzeug. So, da werden wir dann wohl oder übel hier zurücklaufen müssen. Und hier nach oben. Da ist Sven. Hey Lanzarote, Fiora hat mich am Strand abgeholt. Es ist schön, dich wiederzusehen. Sie wartet dort auf dich, dort drüben auf dem Feld. Meine, sie würde nach einem guten Ort für einen Lager suchen. Ja, winke du mal schön, ich tu mal die Bebe checken. Portalstein aktiviert. Ah ja, jetzt haben wir auch mal eine Landkarte hier, ne? Können wir da noch mehr irgendwie rauszoomen oder wegzoomen oder so? Nee, scheint nicht der Fall zu sein. Aber wir brauchen Material. Ach doch, hier, eine ganz große Karte. Aha, interessant. Okay. Cool. Schick, 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 schick. Gut, dann würde ich sagen, bevor wir überhaupt mit den sogenannten Feldbauern und mit ihr reden, mit der Viola reden, im Endeffekt machen wir hier erstmal eine Pause. Und wir sehen uns natürlich in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Ich werde wahrscheinlich erstmal nur 5 Folgen machen und mal gucken, wie es ankommt bei euch. Denn ja, nicht zu vergessen, liken, kommentieren, abonnieren. Euer Feedback ist wichtig, denn Support ist kein Mord. Also dann, wieder schauen, reingehauen. Euer Christian Asche 3000 mit einem Sale-Game, was momentan im Sommer Angebot ist, auf der PlayStation 5 im Store. Und somit, wieder schauen, reingehauen. Bis zum nächsten Mal, euer Christian Asche 3000. Ciao, Leute. Winke, winke, geht hier nicht. Tschüss.